diese negative Stimmung ist auf Europa beschränkt, im Rest der Welt geht eigentlich relativ viel voran. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Es würde mir nicht einfallen, irgendeinem Jugendlichen oder meinen Kindern zu sagen, die Welt ist am Untergehen und die Welt ist schlecht und du musst Zukunftsangst haben. Ich sage dann, ja, okay, und selbst wenn wir jetzt irgendwelche Konsequenzen von der Industrialisierung haben und das Klima nicht mehr so ist, wie es in den letzten Jahren, aber die Welt geht nicht unter. Ihr braucht keine Angst davor haben. Ja? Das viel größere Problem ist, wenn wir hergehen und nicht eine Art Demokratie erhalten, wie wir sie hatten. Genau. Ja? Genau. Das ist viel, viel wichtiger. Übrigens, ich habe doch noch einen Satz, was du mich gerade auf was gebracht hast. Bitte, liebe Leute, glaubt den Weltuntergangspropheten nicht. Ja. Der dritte Weltkrieg wird nicht passieren. Er wird nicht kommen. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben. Punkt. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer weiteren Folge von 5x5. Es ist die Nummer 21. Richtig? Ich glaube, letztes Mal haben wir Nummer 20 gehabt. Bitte fragen wir nicht wieder, liebe Zuschauer, ihr müsst es nachschauen, ich habe keine Ahnung. Ja. Jedenfalls freue ich mich, dass wir ein so treues Publikum haben. Oder? Ja, auch ich freue mich, dass wir so treue Zuschauer haben. Unsere Zuschauerzahlen sind wieder etwas am Steigen. Vor einer Zeit lang war es ein bisschen ruhiger, aber jetzt kommt es wieder, weil eines der Probleme ist, dass halt YouTube schon heftigst bremst. Aber wir haben auf Sovereign Media mittlerweile doch einiges mehr als auf YouTube. Ja, das ist ein allgemeines Thema, dass die Algorithmen auf diesen bekannten Plattformen, YouTube, Facebook etc., da wirklich massiv aufgehört haben zu zensurieren und die Zensur ausüben über Reichweitenbeschränkung. Das ist Wir sehen das ganz genau. Man sieht genau, steckt an, zack, und dann ist es geplant. Ganz genau. Ja, früher haben sie zensuriert, ja. Da regen sie zu viele Leute jetzt auf. Mhm. Auch Facebook macht genau das Gleiche. Ja. Bestimmte Themen werden dann einfach in der Reichweite gekappt. Und das merkst du ja, wenn du länger und öfter postest und einen langen Track Record hast, dann siehst du es eh. Plötzlich ist das Thema, dass du durftest was schreiben über Impfung, jetzt kannst du schreiben über Impfung, was du willst, kannst du alles schreiben auf Facebook, aber plötzlich hast du nicht mehr 1000 Likes, sondern nur mehr 50. Genau. Und du, wenn die Zahl der Follower gleich bleiben, gibt es nur eine Erklärung, der Algorithmus schlägt zu. Ja, das ist leider richtig. Und damit, wir haben jetzt ein Treffen gehabt vor einigen Wochen mit einer Gruppe von Aktivisten und Unternehmen und da kam ganz klar zur Diskussion, dass wir an etwas arbeiten müssen, um an diesen Sperren vorbeizukommen. Und da gibt es wirklich interessante Pläne dazu. Sehr gut. Ja, wir haben 5 Themen ausgewählt. Wir wollen über die politisierte Justiz sprechen, die wir ja überall haben. Das ist der neue Schmäh sozusagen, der Politik, sich der Justiz zu bemächtigen und die gegen die politischen Gegner zu verwenden. Dann haben wir doch eine Bewegung in Europa vor allem, dass sich die rechten Politiker, Gruppen und Organisationen sich aufstellen. Und es wird natürlich ganz, ganz stillgeschwiegen. Und wenn einmal irgendwo jemand nach oben durchdringt, wird laut geschrien. Ganz genau. Die ganzen Bösen. Dann haben wir auch in Österreich eine Bewegung allgemein. Es gibt mehr und mehr neue Parteien, die sich ganz gut engagieren und was Neues machen. Das haben wir beide immer befürwortet und aus allen Richtungen. Das gefällt mir besonders gut, dass das nicht nur einer politischen Richtung ist, sondern von überall. Aus allen Lagern. Genau. Alternativen nach oben. Dann gibt es Geschehnisse rund um schwerpunktmäßig in Europa, aber auch bei uns, wo man sich fragen muss, wo geht es mit den Grünen lang? Ja, da habe ich mir gedacht, da zaubere ich dir ein Lächeln auf die Lippen. Ja, muss sagen. Ja. Nein, es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass sie da was sind, das ist ganz sicher. Und dann wollen wir ein bisschen Panoptikum machen. Panoptikum, Mischmasch rund um die Welt, was rund sich um den Globus an aktuellen Dingen tut. Fangen wir an mit dem, aus meiner Sicht, einer der größten Bedrohungen, die einer Demokratie passieren können, nämlich wenn das Vertrauen in das Justizsystem verloren geht. Das ist demokratiepolitisch eine Katastrophe. Der erste Schritt ist ja schon gemacht, das ist das Vertrauen in die Presse schon weg. Ja, komplett. Komplett. Ja. Ja,
Aber die der nächste Schritt ist noch viel gefährlicher. Das Justizvertrauen ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren jedes Staatswesens. Ich habe das heute in der Früh beschrieben mit, wenn du Gerechtigkeit willst, musst du zu Don Corleone. Ja, weil gerade am Wochenende habe ich mir wieder den Paten angeschaut. Das ist, und das Thema ist wirklich ernst, weil wir es in allen Facetten überall sehen. Wir waren gewöhnt, dass wir eine Sicherheit im Leben in den westlichen Demokratien hatten, nämlich, dass die Justiz unabhängig ist, dass die Justiz nicht beeinflusst wird und vor allem, dass die Justiz nicht instrumentalisiert wird. Und ja, ich sehe das jetzt leider überall. Der Wichtige vor allem, dass sie so unabhängig ist, dass sowohl für viel Geld, wenig Geld, sie relativ ähnlich funktioniert. Ich würde sagen, ganz gleich, weil es hängt natürlich ab, was du für Rechtsmittelmöglichkeiten hast. Und politisch links und rechts keine Unterschiede gibt. Und beides ist weg. Und, das muss man auch ehrlicherweise sagen, denn Kritik muss auch an Richtern zulässig sein. Es gibt immer mehr Richter, die Politik machen wollen und machen. Ja. Also wenn ich jetzt nur ganz kurz anstreife an das Thema Richter machen Politik, Klimapolitik. Also nehmen wir das berühmte Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wie man auf die Idee kommt, dass Klimawandel was mit Menschenrechten zu tun hat, weiß ich nicht, aber gut, wo sich diese Schweizer Initiative der Klima-Omas mit dem Begehren gewandt hat, der Schweizer Staat muss mehr machen, weil ihr Menschenrecht sei es, dass der Staat was gegen den Klimawandel tut, was schon im Grunde ein völliger Unsinn ist, weil der Staat nichts gegen den Klimawandel tun kann, außer dass er den Leuten Geld wegnimmt, um ihnen zu erzählen, er tut was gegen den Klimawandel. Dann kommen wir nach Deutschland, wo die deutsche Regierung gerade jetzt ein Urteil in Händen hält, dass sie zu wenig für den Klimawandel tut, was auch immer das sein soll mit zu wenig. Und das auch, und das haben wir in Österreich gesehen, Richter nachträglich Dinge sanktionieren, die eindeutige Eingriffe oder zumindest im Rechtsempfinden der Bevölkerung eindeutige, nicht zulässige Eingriffe des Staates sind, die werden plötzlich von Richtern sanktioniert, die sich hier offensichtlich als verlängerter Arm einer politischen Bewegung, eines Staates, den sie beschützen müssen, verstehen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr bedenkenswerte Entwicklung, denn eigentlich ist der Richter dafür da, Recht zu sprechen und nicht Politik zu machen oder Politiker anzuleiten, was sie zu tun haben. Ich möchte zwei, drei Beispiele aufzählen. Aktuell, wofür steht Trump vor Gericht? Es gibt eine Dame, die sagt, ich habe eine Affäre mit einem sehr, sehr bekannten Menschen, der ist noch dazu verheiratet. Der Anwalt dieses Menschen weiß von den politischen Ambitionen seines Mandanten, kontaktiert die Dame, bezahlt der Dame Geld dafür, dass sie eine Schweigeverpflichtung unterschreibt, ein sogenannter NDA. Die NDA ist legal. Der Verbrecher ist eigentlich, der einzige Verbrechen, was passiert ist, ist eigentlich der Anwalt, der seinen Mandanten beschissen hat. Und angeklagt wird der Mandant wegen Beeinflussung von Wahlen. Das ist, man hat einfach einen Fall konstruiert, für den Donald Trump jetzt vor Gericht steht. Und selbst wenn das Urteil für Donald Trump ausgehen sollte, was ich übrigens bezweifle, in der ersten Instanz zumindest, selbst dann ist Trump im Wahlkampf extrem behindert, weil der Richter ihn dazu verpflichtet hat, im Gerichtssaal anwesend zu sein. Also während der Biden durch Amerika fährt und von einem Wahlkampfauftritt zum nächsten geht, ist Trump dazu verpflichtet, fast 4 Wochen lang dort jeden Tag unter der Woche im Gerichtssaal zu sitzen. Das ist eine klare Instrumentalisierung der Justiz. Dann haben wir das zweite Beispiel, wo ich den Menschen immer erklären muss, was eigentlich dahinter steht, ist der berühmte Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Der beruht nicht darauf, dass Putin Kriegsverbrechen begangen oder befohlen hätte. Der beruht darauf, dass, und das ist wirklich kein Scherz, die Russen in den östlichen Gebieten, wo der Krieg eben am heißesten tobt, dort haben sie Menschen evakuiert. Es sind über 2 Millionen Menschen nach Russland geflohen. Und die Russen haben dort gemeinsam mit den ostukrainischen Behörden, die ja von der Westukraine nicht anerkannt werden,
die Waisenheime evakuiert und Waisenkinder in Sicherheit nach Russland gebracht. Und der Internationale Strafgerichtshof sagt, das ist Kindesentführung, weil das sind ukrainische Staatsbürger, die jetzt in Russland sind. Ihr tut denen zwar nichts, aber es ist eine Kindesentführung gewesen und stellt auf das hinauf Haftbefehle aus gegen Putin und übrigens auch gegen die Ministerin, die für diese Waisenkinder zuständig ist. Der Westen jubelt, haha, Putin hat wir haben einen Haftbefehl, aber da wird wiederum irgendetwas konstruiert, um dann eine politisch gezielte und gewünschte Maßnahme umsetzen zu können. Und seit gestern ist ein sehr, sehr kontroversieller Antrag beim Internationalen Strafgerichtshof an die Richter gestellt worden. Gestern, also das ist der Tag, bevor wir diese Sendung aufzeichnen, hat der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofes einen Haftbefehl beantragt, einen internationalen Haftbefehl beantragt für Benjamin Netanyahu, seinen Verteidigungsminister und drei Hamas-Führer. Und wie das ausgeht oder was da jetzt noch an Dingen kommt, das vermögen wir noch gar nicht abzuschätzen, aber auch hier ist es wieder völlig klar, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja. Und fällt da auch die Geschichte unter dieses Thema, dass jetzt die Strafverfolgung von der lieben Uschi von der Leyen aufgeschoben wurde bis nach den Wahlen? Ja. Das ist genau das gleiche Thema. Genau. Ja, das können wir auch. Danke vielmals, das ist ein guter Einwurf. Belgisches Gericht hat gesagt, ja, wir verfolgen das jetzt einmal frühestens im Dezember 2024 genau. Weiter, sprich nach der Wahl. Genau. Das ist genau das gleiche Thema. Es wird immer öfter die Justiz politisiert. Und das ist wirklich eine katastrophale Entwicklung, demokratiepolitisch eine katastrophale. Wir haben das auch im Kleinen natürlich, wenn man schaut, wie viele Gerichtsverfahren es gibt gegen Ärzte, die also irgendwelche harmlosen Sachen gemacht haben, wie ein Maskenattest auszustellen oder ein Impfzeugnis auszustellen, wo in Wirklichkeit absolut niemand geschädigt wurde. Ja, die Leute haben das alle gebeten, die haben die untersucht, haben das gemacht und die verlieren ihren Beruf und bekommen bedingte und unbedingte Gefängnisstrafen. Also das ist der blanke Wahnsinn. Und auf der anderen Seite lassen drei Täter laufen, die einen 33-Jährigen zu Tode geprügelt haben. Ja. Die lässt er laufen. Genau. Die dürfen auf freien Fuß ihren Prozess abwarten, weil keine Wiederholungs- und keine Fluchtgefahr genau. besteht. Ich meine, die deutsche Justiz, ich will da jetzt nicht zu weit gehen, aber Deutschland ist in der Beziehung überhaupt eine Katastrophe. Aber es ist in vielen anderen Ländern auch so. Ja. Was der oberste Richter in Brasilien aufführt mit der Bekämpfung der Konservativen, ist eine Katastrophe. Das ist ein Putsch, das ist ein Justizputsch. Der hat verboten, dass Bolsonaro wieder antritt. Da werden rechte, konservative Blogger, Medienleute, Journalisten gnadenlos verfolgt. Denen werden die Konten gesperrt, die Pässe weggenommen. Da ist übrigens Schweigen im Walde bei unseren Medien, nur so nebenbei. Das sind ihre eigenen Kollegen. Aber das ist eine Drohung, einen Haftbefehl gegen den Musk auszustellen, wahrgemacht? Nein, das müsste man nachrecherchieren, aber ich glaube, er stellt einen Haftbefehl. Ja. Also in Brasilien gibt es gerade einen Justizputsch. Und was in England ist, eine gute Sache ist passiert, Assange darf in Berufung gehen. Wobei der 14 Jahre seines Lebens bereits in de facto Haft verbracht hat, was eine Katastrophe ist, ohne dass er jemals für irgendwas angeklagt worden ist. Ich habe da gerade. Entschuldige, summa summarum, nur Schlusssatz von mir. Summa summarum heißt das, was wir hier gemeinsam versuchen sollten, an die Öffentlichkeit zu bringen, ist, die Justiz ist immer so als sakrosankt hingestellt worden. Justiz darf man nicht kritisieren, um Gottes Willen, da bist du jetzt gleich ein Böser, der gegen die Demokratie ist. Nein, wir müssen immer öfter die Justiz kritisieren, denn es gibt ganz klare Fehlentwicklungen und am Ende steht eine Katastrophe. Weil wenn der Bürger der Justiz nicht mehr vertraut, kommt die Selbstjustiz, kommt der Rattenfänger und dann bricht eine Demokratie auseinander. Und das haben wir in einer 2000-jährigen Tradition kann man das nachvollziehen und überprüfen. Und ich denke, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen und diese Dinge wieder offen benennen. Mhm. Das sehe ich absolut als eine ganz wichtige Geschichte, weil natürlich gerade der funktionierende Rechtsstaat ist natürlich ein Kernelement einer
Demokratie, wo der Bürger zum System Vertrauen hat, ja, und nicht eben hergeht und in beide Richtungen und sowohl weiß, okay, wenn ich irgendwo Linke drehe, bin ich wahrscheinlich dran, das kann ich mir nicht richten, ja, und genauso umgekehrt, dass er darauf vertraut, wenn ihm Unrecht geschieht oder irgendein Unrecht geschieht, dass das entsprechend gehandhabt wird. Wenn das weg ist, verliert die Demokratie mehr oder weniger fast ihre Existenzberechtigung. Ja. Also ich sehe das als extrem gefährlich. Und ich denke, es ist auch längst an der Zeit, dass man die Justiz einbremst. Und zwar einbremsen heißt, dass man sagt, dieses Thema geht dich nichts an. Ja, also mein Bestes ist ja. Klimathema. Ja. Bitte, was um Himmels Willen hat ein Justizbeamter, ein Richter mit der Beurteilung zu tun, ob Klimaschutz gemacht wird oder nicht? Das geht denn nichts an. Das ist eine herbeikonstruierte Geschichte. Das USA über, wo das seit einigen Jahren gang und gäbe ist. Und da bin halt ich der Meinung, da muss man als Demokrat das Recht haben, zu sagen, liebe Justitia, das geht dich nichts an. Aber das ist ja überall das Thema, es wird ja alles politisiert, ja, das, um irgendwie so also daraus Nutzen zu ziehen. Was geht es eine Europäische Zentralbank an, ja, eine Klimapolitik? Ja, es ist ja dort haargenau, also da ist ja kein Unterschied. Ja, das steht sogar noch dazu. Wobei, ich will auch wieder fair sein, die EZB ist die Summe der Nationalbanken, die wiederum von den Staaten beschickt werden. Das ist wieder eine politische Entscheidung. Ja. Aber das ist ja eben genau das Essentielle. Richterschaft, Justiz, Gerichtswesen darf nichts mit Politik zu tun haben. Die müssen sich aus Politik raushalten. Das ist ein Grundprinzip unserer Demokratie. Und wenn dieses Grundprinzip nicht mehr funktioniert, was bleibt über? Wie du richtig sagst, dann bleibt keine Demokratie mehr über. Genau. Also ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt. Dann sollten wir schon Überlegungen anstellen und auch natürlich, und da kommen wir natürlich dann jetzt zu dem Thema, wie es mit den Parteien und der Politik weitergeht, wie wir eigentlich doch gewisse Dinge in der Demokratie reformieren wollen. Ja. Ja, weil auch diese Rechtsgrundlagen, also auch diese Gewaltentrennung aus meiner Sicht, sollte ja viel feiner noch aufgegliedert werden. Ich habe da einige Ideen dazu, wie man das machen könnte. Weil wir natürlich auch genau dieses Problem der überbordenden Finanzpolitik, ja, als auch natürlich das Problem, dass wir irgendetwas brauchen, das diese Medienversagen ersetzt. Ja. Wir brauchen eigentlich eine Instanz, die eben diese Themen aufbereitet. Ja, so wobei, die Medien machen was. Na, wobei, da bin ich optimistischer als du, das erledigt sich von allein. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Aber darf ich noch, weil wir ja immer auch was Heiteres, sagen wir mal, einbauen wollen in unsere Diskussionen. Die Empörung, was ich gerade gesagt habe, über den Internationalen Strafgerichtshof, über die Beantragung des Haftbefehls gegen Netanyahu, hat so viel Empörung erzeugt, dass jetzt im Backlash ganz offen gesprochen wird und noch dazu der Chefankläger diese Off-Gespräche jetzt auch öffentlich macht. Der hat sich nämlich heute hingesetzt und hat CNN ein Interview gegeben. Und in dem Interview hat er erzählt, dass sich westliche Staatschefs, und er spricht von gewählten Politikern, von westlichen Staaten, und einer der wichtigsten dieser Politiker habe ihm direkt und blunt, also ganz offen und ins Gesicht gesagt, der Internationale Strafgerichtshof ist gemacht worden für Afrika und für ein paar Schurken wie den Putin. Das kommt natürlich, also diese Doppelzüngigkeit, er hat einfach die Wahrheit gesagt, das ist einfach so. Ja? Das ist genau deswegen gemacht worden. Es gibt natürlich keiner zu, weil wir sind ja der sogenannte Wertewesten. Und wir könnten nie zugeben, dass wir einen Gerichtshof gemacht haben, damit wir die dort unten anklagen, mit denen wir nicht einverstanden sind, und ein paar Schurken, wie eben jetzt Putin, einbremsen können. Und der setzt sich einfach hin und erzählt das in CNN, und der Reporterin fällt die Laut runter. Und jetzt wird natürlich darüber diskutiert im Rest der Welt, wie weit hat der überhaupt noch eine Berechtigung, dieser Strafgerichtshof. Und ich finde das insofern lustig, weil sich solche Institutionen immer von allein irgendwann einmal entblößen als das, was sie sind. Ja, die Amerikaner haben schon gesagt, wenn sie amerikanische Politiker oder Militärs dort
unter Strafe stellen, dann ja, werden sie das militärisch lösen, das Problem. Da gibt es ein Gesetz dazu, das ist aus 2015. Ja. Das gibt ein Gesetz, das ist den wo die Amerikaner im Kongress beschlossen haben, wenn tatsächlich Amerikaner oder Verbündete, das wird jetzt ganz lustig mit Netanyahu, mhm, wenn Amerikaner oder Verbündete vom Strafgerichtshof in Belgien verfolgt werden in Den Haag, dann dürfen die Amerikaner militärisch intervenieren. Genau. Sprich, eine hohen Richter und jetzt Richter verhaften, Richter rausholen, Amerikaner befreien. Und tatsächlich im US-Senat hat sich bereits eine Gruppe von Senatoren formiert, die werden in den nächsten Tagen dem Kongress vorschlagen, dass sie die Mitglieder des Strafgerichtshofes sanktionieren. Denen sperren sie jetzt die Konten, die dürfen keine Geschäfte mehr machen und die dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Also ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Naja, es ist überhaupt diese ganze Geschichte der Rechtsprechung ist ja sehr kompliziert und vor allem gibt es ja da auch nicht unbedingt ein links macht schlecht, rechts macht richtig, weil wir gerade zuerst von Julian Assange gesprochen haben, die meisten Leute wissen das nicht, unter Obama ist das passiert, ja, aber tatsächlich diese Anklage als Spionage geschah unter Trump. Ja? Ja. Es war nicht der Obama, der ihn unter Anklage gestellt hat, ja, sondern die Staatsanwälte unter Trump, so, beide, ja, die bei ihm waren. Die haben begonnen, wirklich den Assange zu verfolgen. Und ich war eigentlich immer ursprünglich der Meinung, naja, wenn jetzt Trump kommt, der wird wahrscheinlich den Assange pardonieren. Genau, das Gegenteil ist passiert. Ja, wobei lustigerweise, ich habe jetzt gerade gehört, gestern am Abend oder in der Nacht in einer Diskussion aus den USA, nachdem der schon 14 Jahre verfolgt wird und sein Gesundheitszustand angeblich ziemlich schlecht ist und mittlerweile die Stimmung kippt, gibt es angeblich Bestrebungen von der Administration Biden, dass sie diese Anklage in den USA wegen Spionage fallen lassen, weil es unter anderem auch schon langsam verjährt. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Zum Schluss noch, weißt du, warum Assange überhaupt eingesperrt worden ist in der First Place? Ja, wegen einer angeblichen sexuellen Geschichte irgendwo in Schweden, wo er angeblich hergegangen ist und irgendwen offizielle Anklage, belästigt hat. Nein, offizielle Anklage war Vergewaltigung. Ja. Vergewaltigung, wenn man sich den Akt anschaut, Assange hatte in Schweden zwei Freundinnen. Mit beiden Freundinnen hatte er ungeschützten Sex und weil er den beiden voneinander nichts erzählt hat, gilt das in Schweden als Vergewaltigung. Deswegen sitzt der Assange im Häfen, weil er zwei Freundinnen gehabt hat und denen beiden nichts davon erzählt hat. Es gibt groteske Justizsysteme auch auf der Welt. Ja, absolut. Aber da gibt es ja auch andere Dinge, die da passieren, die uns komplett verheimlicht werden. Naja, ich würde verheimlichen, es ist die Lückenpresse. Es ist ja keine Lügen, sondern eine Lückenpresse, indem sie einfach Dinge nicht erzählen. Also ich hätte mir eigentlich erwartet, wir Österreicher kennen das, du kannst dich genauso erinnern wie ich, 2000, als die erste Regierung Schüssel-Haider kam, ganz Europa hat darüber gesprochen, um Gottes Willen, jetzt kommen die Rechten, jetzt muss Österreich sanktioniert werden. Wir haben jetzt den zum Rechten mutierten slowakischen Präsidenten Fico. Wir haben Orban. Wir haben jetzt in Kroatien eine klar rechte Regierung. Klar, ganz klar. Das sind die Ultrarechten, die sind so AfD, also rechts von der FPÖ noch, sind die in die Regierung gekommen. Holland sitzt der Geert Wilders plötzlich in der Regierung und hat ein Regierungsprogramm vorgelegt. Wenn die das durchziehen, muss man ehrlich sagen, war das ein guter Tag für Holland. Wobei man auch, weil du sagst, die Rechten machen auch nicht alles richtig, da sieht man die Macht des internationalen Finanzkapitals und der internationalen Oligarchie. Das Einzige, wo der Wilders nachgegeben hat, was plötzlich nicht mehr im Regierungsprogramm steht, ist die Haltung zur Ukraine. Er unterstützt, also die Niederlande werden weiter die Ukraine unterstützen. Da hat er so klein beigegeben, das hat er im Wahlkampf ganz anders versprochen. Und dann, mitten in Europa, gibt es ein Fußballstadion. Die Amerikaner will sich keiner anlegen.
Richtig. Mitten in Europa gibt es ein Fußballstadion, wo ein rechter Kongress organisiert wird. 70.000 Leute kommen hin und bejubeln den Milei von Argentinien, wie der dort hingeht und dort eine Rede hält. Orban schickt eine Grußbotschaft, Le Pen schickt eine Grußbotschaft, viele andere rechte Bewegungen schicken Abgesandte. Dort ist ein Kongress mit einer Stimmung wie auf einem Volksfest, wie bei einem Popkonzert. Und das Einzige, was dabei rauskommt, ist ein diplomatischer Skandal, weil Milei hätte die Frau des sozialistischen Regierungschefs beleidigt. Aber dass dort etwas entsteht, was eigentlich es bis jetzt in der Größe, in der Öffentlichkeit, in der Offenheit noch nicht gegeben hat. Wo bitte gab es in Europa ein Fußballstadion voller Rechter? Und das wird jetzt nicht mehr bekämpft, sondern einfach zur Kenntnis genommen, verschwiegen. Aber sie stehen eigentlich wie die Schlange vor dem Kaninchen und ich bin sehr neugierig, wie die Wahl am 9. Juni ausgeht. Das wird noch sehr interessant. Ja, ich glaube, es gibt einen Rechtsrutsch. Ja, sicher gibt es, denn die Frage ist, wie stark das dann schlussendlich zu Veränderungen führt. Ja? Wenn du dir die verschiedenen Gruppierungen in der Europäischen Union im Parlament anschaust, sehe ich nicht jetzt die, wo ich der Meinung wäre, dass die wirklich eine vernünftige, konservative Politik verfolgen. Und da kann man leider die EVP nicht immer dazu zählen. Die EVP ist ein Fanderl im Wind. Genau. Und dass man hergeht und da erwarten kann, dass auch mit einer viel stärkeren Stimmenanzahl von Konservativen dann jetzt wirklich sich die EU-Politik substanziell ändern wird. Also ich würde es mir wünschen von ganzem Herzen. Aber ich bin wirklich gespannt, ob sie das schaffen. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube aus vielen verschiedenen Gründen, dass es so passieren wird. Nummer eins, Frankreich, Le Pen wird einen Erdrutschwahlsieg haben. Also das stimmt. Le Pen wird einen Erdrutschwahlsieg haben. Das Macron-Lager wird zerstört. Die Holländer werden bestätigen, die Italiener, auch eine große Anzahl von Abgeordneten, werden zum ersten Mal eine mit Abstand rechte Delegation nach Brüssel schicken. Es wird in Spanien die Vox sehr stark gewinnen, Ungarn wie immer, Kroatien sind auch alle zufrieden, Slowenien, Polen wird sehr interessant, wie die Polen reagieren. Weil Polen ja sehr in die Mitte gerutscht ist, also in den Mainstream gerutscht ist und ob die Polen das jetzt wieder rückgängig machen, weil die sind mit ihrer Regierung überhaupt nicht zufrieden. Ich glaube daran, dass wir jetzt eine ganz, ganz starke rechte Gruppe haben im Europäischen Parlament und wie wir beim nächsten Thema oder beim übernächsten Thema sehen werden, die Konservativen, die EVP, ist das Fähnchen im Wind. Und wenn du dir heute anhörst, was hier gesagt wird von den konservativen Politikern, der einzige konservative Politiker, der mir einfällt, der sagt, nein, mit den Rechten kann man nicht, ist der Österreicher Lobatka, der aber sowieso nichts zum Reden haben wird. Der ist dann nur mehr drittstärkste Fraktion. Aber ich glaube doch daran, ich glaube doch daran, dass dadurch sich die Mehrheitsverhältnisse drehen werden und sich die gesamte Politik der Europäischen Union in den kommenden Jahren ändern wird. Die linke Ära geht zu Ende. Davon bin ich überzeugt. Ja, die Frage ist wann, ob das jetzt schon passiert. Das Problem ist sehr wohl, dass halt wahnsinnig viel Politik mit den EU-Finanztöpfen gemacht wird. Und das heißt schon wahnsinnig viel Druck auf die Länder und auf die Politiker ausgeübt wird über das Finanzwesen. Ja? Und du siehst ja auch, was der Orban schlussendlich dann allem zugestimmt hat, weil es halt doch um, ich weiß nicht, 12 Milliarden Euro gegangen ist. Ja? Also es ist leider nicht ganz so simpel, weil die halt alle wahnsinnig finanziell abhängig sind. Die Länder sind alle so aufgestellt, dass sie sagen, wir brauchen irgendwo diese finanzielle Unterstützung von der EU, weil sie am Scheitern alle sind. Ja. Aber bis jetzt gibt es eine links-grün-woke Mehrheit, die diesen finanziellen Hebel dazu verwendet, ihre Agenda umzusetzen. Und das kann sie ab 9. Juni nicht mehr. Die werden keine Mehrheit mehr haben. Das traue ich mich wetten, dass es jetzt am 9. Juni
am Abend eine rechtskonservative Mehrheit im Europäischen Parlament gibt. Und wenn es dort eine rechtskonservative Mehrheit gibt, dann kann man, weil die Grundstimmung nicht mehr da ist, dann kann man diese Finanztöpfe, diesen Druck auf Einzelstaaten wie Italien oder Ungarn, Italien existiert nur mehr wegen der EZB, deswegen macht ja die Meloni auch gute Miene zum bösen Spiel, weil sie auch gnadenlos Italia first macht, weil sie das versprochen hat, was ihr viele vorhalten. Und Orban und andere enthalten sich dann halt im richtigen Moment der Stimme. Aber diese Stimme, diese Grundstimme, die wird es nicht mehr geben. Ich bin überzeugt davon und ich kann Beweise dafür liefern, dass im übernächsten Thema, dass sich jetzt bereits diese Wende abzeichnet, weil die Politiker erkennen, wie die Wahlen in wenigen Wochen ausgehen werden. Es gibt ja nur mehr 2-3% Verschiebungsmöglichkeiten und die Polls sind überall eindeutig. Wir werden, die Ära der Linken im Europäischen Parlament ist diesmal für 5 Jahre vorbei. Davon bin ich überzeugt. Und ich finde das eine gute Nachricht. Ja, das gebe ich gerne zu. Also wenn das passiert, ist das natürlich in jeder Richtung und es damit zu einer Abschwächung dieser ganzen Trends kommt. Und man müsste so viel, was die kaputt gemacht haben, ja dann relativ schnell korrigieren. Und da mache ich mir die Sorgen, dass das halt nicht passieren wird. Wir haben mehr darüber gesprochen, dass diese Gefahr von den ganzen Zensurmaßnahmen, hast du gesagt, ja, das ist gefährlich, weil was ist, wenn dann die Rechten an die Macht kommen und die gegen die Linken einsetzen? Ne? Also ja, aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Nein, wir absolut wollen die Zensurmaßnahmen gar nicht. Da hast du völlig recht, ja. Es wird nur nicht so kommen. Und deswegen ist die große Frage, wie schnell es dann besser wird. Und leider ist halt Geld und Macht korrumpiert. Ja? Und deswegen ist diese große Gefahr sehr wohl da, wenn das nicht stark genug ist, dieser Trend, dass ganz einfach halt dann doch ein Trickle-Down-Corruption passiert, ja, wo halt die Korruption aus Brüssel wieder in die Länder herunter tröpfelt. Ein Wort möchte ich noch zu Österreich und der EU-Wahl sagen. Bitte, liebe Leute, geht's wählen. Es ist nämlich nicht wurscht, ob die FPÖ 28 oder 32% hat, ja, und ob die ÖVP 22 oder 18 hat. Wenn die ÖVP Letzte wird, mit 18, Dritte in dem Fall wird, im Dreikampf Letzte wird, wenn die SPÖ irgendwo bei 20 herumgrundelt und die FPÖ eine ganz klare Mehrheit von den Österreichern bekommt, dann wird die ÖVP es nicht mehr durchsetzen können, dass sie den Kommissar stellt. Und allein das wäre schon eine Sensation. Das wäre schon eine Riesensache, wenn die FPÖ das Vorschlagsrecht für einen europäischen Kommissar hätte. Weil bis jetzt, muss man den Leuten erzählen, die das nicht so genau beobachten, seit wir in der Europäischen Union sind, hat immer die ÖVP als stärkste Fraktion den Kommissar vorgeschlagen und auch bekommen. Es gab noch nie einen roten, blauen oder was auch immer neutralen Kommissar, es war immer ein Schwarzer. Und wenn die Schwarzen jetzt mit einem ganz klaren Votum auf den dritten Platz verschoben werden, dann können auch die Roten hier nicht mehr den schwarzen Steigbügelhalter spielen. Und wenn es heute, ich sage jetzt eine Hausnummer, 32% FPÖ gibt und nur mehr 18% ÖVP am 9. Juni ankreuzen, dann wird es für die ÖVP und die SPÖ ganz, ganz, ganz schwierig werden zu argumentieren, warum die Freiheitlichen nicht den österreichischen Kommissar vorschlagen dürfen. Und wenn dann noch von Kickl eine sehr gute Personalwahl, und mein persönlicher Favorit, sage ich auch ganz offen, wäre hier die Susanne Fürst. Das wäre eine exzellente EU-Kommissarin. Und gegen die kann man auch nicht viel sagen, von den anderen Seiten her, dann wäre zum ersten Mal die Chance, dass ein freiheitlicher oder zumindest kein schwarzer Kommissar in Brüssel Österreichs Interessen vertritt. Das wäre schon ein Ziel, worauf man hinarbeiten will. Letzter Satz. Bitte, Leute, geht's wählen. Wir brauchen eine Wahlbeteiligung über 80, dann ist das möglich. Ja, wir brauchen unbedingt diese Wahlbeteiligung. Wir wollen ja nicht nur hergehen, oder sind wir genau beim nächsten Thema, den neuen Politikern und Politorganisationen in Österreich, die sich natürlich auch um diese Wahl bewerben. Ja,
Und auf der einen Seite wollen wir natürlich, wäre schon gut, wenn eine FPÖ diese stark und auch in der EU erfahren würde. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch so unabhängige Leute reinwählen wie eine Maria Hubmann-Mogg. Ja? Und das ist natürlich ein Konflikt, weil halt viele Leute sagen, ja, verschwendet nicht die Stimmen, gibt es die Stimmen der FPÖ. Ja? Und das ist das große Thema. Was ist dann sinnvoller? Ich habe eine breit gefächerte Meinung dazu. Nummer eins, ich bin völlig bei dir. Ich mag das gar nicht, wenn jemand neuer auftaucht und dann wird instinktiv von den Anhängern der FPÖ in den Kommentaren geschrieben, ah Wahnsinn, wieso kann der sich nicht der FPÖ anschließen, und damit wird das Lager zersplittert. Die FPÖ wird niemals im Leben die Mehrheit der Menschen in Österreich repräsentieren. Sie wird jetzt stärkste Partei, wir werden sehen, wie stark sie wird, aber es wird nie 51% FPÖ-Wähler geben, und das heißt, es ist genügend Platz da, um andere Meinungen zuzulassen und anderen Personen und Parteien die Möglichkeit zu geben, auch ihre Sicht der Dinge abseits der FPÖ-Linie einzubringen. Zweitens, wir haben 30 bis 40% Nichtwähler. Allein, es waren bei der EU-Wahl waren es 40% Nichtwähler. Ja, das ist ein Riesenteich, in dem alle fischen können, die eine neue Bewegung gründen wollen. Ja. Und ich finde, jeder dieser Bewegungen sollte Unterstützung und Zuspruch zugestanden werden. Die dritte Geschichte ist, ich habe mit großer Begeisterung, aber auch teilweise mit sehr nüchterner Schlussfolgerung die Pressestunde von der Frau Dr. Maria Hubmann-Mogg gesehen. Und ich muss als Politanalyst sagen, die erfüllt natürlich jetzt in den Augen des Systems einen Zweck. Der Zweck ist, die FPÖ zu schwächen. Da haben die Kritiker schon recht. Ich glaube nur, dass das System sich verrechnet. Ich glaube nicht, dass eingefleischte FPÖ-Wähler, die sich entschlossen haben, die FPÖ zu wählen, jetzt plötzlich durch das Auftreten von der Frau Dr. Hubmann-Mogg plötzlich sagen, nein, jetzt gehe ich in dieses Lager und jetzt wird die FPÖ schwächer. Ganz im Gegenteil, so wie sie aufgetreten ist sie ein Angebot an die Mitte, an eine Mitte, die existiert und die niemals FPÖ wählen wird. Auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja? Ja. Auf der anderen Seite wird sie natürlich instrumentalisiert. Also allein die Einladung war schon ein Signal, eine Unterstützung. Dann die Art und Weise, wie sie interviewt worden ist. Ja, es ist die Frau Linsinger dort gesessen vom Profil. Jeder, der die Frau Linsinger kennt, weiß, was dann passiert. Aber der ORF-Moderator hat mich sehr überrascht. Also ich muss sagen, der ORF hat sich an dieser Stelle erstaunlich korrekt verhalten. Und danach kam ein extrem neutral gehaltener Bericht über die Pressestunde. Ja. Es kamen zwei Kurzmeldungen von der Zeit im Bild danach. Die Frau Dr. Hubmann-Mogg wurde ganz prominent beworben. Natürlich ist das Absicht. Ja, sicher, klar. Sie wollen das Maßnahmengegnerlager spalten, ja, und glauben, mit der Unterstützung der Frau Dr. Hubmann-Mogg die Blauen schwächen zu können. Das ist der Plan, ja, damit wir einmal einig sind, dass es einen Plan gibt. Der wird nur nicht aufgehen, der Plan, so wie nie einer von den Plänen aufgeht. Na, weil die eingefleischten FPÖ-Wähler wählen die wollen sowieso, Eben. Ja, eben. Das passiert das sowieso nicht. Aber allein von der letzten Wahl her, 32% hatte die ÖVP, jetzt wird es 18 haben, das sind bitte 14% ÖVP-Wähler, die zu haben sind. Und ich würde der Frau Dr. Hubmann-Mogg mit ganzem Herzen gönnen, dass sie 5-6% von denen abräumt und dann ins Parlament einzieht. Und auf der anderen Seite muss man aber auch so realistisch sein, da gibt es dann wieder die Hubmann-Mogg-Fans, die sagen, jetzt wird sich alles ändern, weil die Frau Doktor sitzt im Parlament. 705 Abgeordnete. Aber gar keine Frage. Aber die Frau Doktor Hubmann kann nur Kontrollfunktion. Ja, aber mir ist trotzdem lieber, wenn es eine unabhängige Politikerin gibt, als eine, die der FPÖ-Linie folgen muss. Natürlich. Ja, also natürlich. Das ist mein Argument. Natürlich. Ja, das ist mir viel lieber. Natürlich. Ja. Und sie hat einen ausgesprochen vernünftigen Zugang. Ja, sie ist sehr konsequent in ihren Themen. Ja,
Ziel aus 11 Meter noch liegen, darf ich auch einmal anbringen, ein bisschen Kritik. Ich hab mir gedacht, ui, da kannst du jetzt einfach trocken einnetzen, aber da hat sie noch nicht, das kommt noch. Ja, aber ich bin der Meinung, sie macht das exzellent. Also sie ist ja ganz, sie ist dafür, dass sie eine Frischgefangte in der Politik. Dafür, dass sie keine Profi-Politikerin ist, hat sie eine super Performance hingelegt. Ich bin halt wieder Trainer dort gesessen und habe mir gedacht, und jetzt, Botsch! Du hast dir gewünscht, dass ich einen Arschstöpsel habe. Ja, dass ich einen Arschstöpsel, dass ich sagen kann, und jetzt einnetzen, jetzt hat es da gegeben. Ding! Aber was nicht ist, kann auch werden. Genau. Naja, vielleicht kriegt sie einen neuen Wahlkampfmanager. Nein, sie hat einen großen Fan und Unterstützer in mir und ich bin aber auch ein großer Fan und Unterstützer der Freiheitlichen, weil die haben sich's verdient. Aber wie gesagt, und am meisten darf ich mich freuen, wenn der Plan des ORF nicht aufgeht durch die Unterstützung der Frau Dr. Hubmann-Mock, die man jetzt bekannt gemacht hat. Ja. Wir werden es nächste Woche bei der Wahlumfrage sehen. Nächste Woche gibt es eine Wahlumfrage nach der Pressestunde. Mhm. Wir werden sehen. Und ich glaube, der Plan geht nicht auf. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass die Hoffnung, dass die FPÖ damit schwächen, dass das nur scheitern kann. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Wenn die FPÖ Stimmen verliert, machen sie das ganz aus eigenem. Ja, weil sie auch nicht immer auf Linie sind. Um es mal sanft auszudrücken, also die können auch noch einiges verbessern. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was passiert, sondern wir haben ja auch in der Nationalratswahl passieren ganz interessante Dinge. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Erste ist, und haben wir auch am kommenden Freitag eingeladen zu uns zum Kongress, die Liste Madeleine Petrovic tritt auf. Hat sich formiert mit drei sehr starken Damen, die da auftreten und die diese Liste formieren. Natürlich rund um, wie viele es nennen, das Urgestein. Ja, das finde ich manchmal nicht ganz fair, aber wir haben sie schon auch getroffen bei uns hier am Kongress und wir haben uns sehr gut mit ihr verstanden. Und ich sage, es kann uns nicht schaden, wenn wir Grüne mit Vernunft in der Politik haben. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns über das Parteiprogramm ihrer Liste berichten wird. Und bis jetzt waren eigentlich, muss ich sagen, die Stimmen allgemein schon so, dass sie sofort gesagt haben, naja, das könnte den Grünen schon einiges an Stimmen kosten. Das wird die Grünen zertrümmern. Ja. Wie ich gelesen habe, dass die Frau Dr. Petrovic antritt, noch dazu, wie ich gesehen habe, wer ihre Mitstreiterinnen sind, ich bin grinsend vorm Handy, wo ich ja die Nachrichten immer lese, gesessen. Vor allem, weil auch der Zeitpunkt so genial gewählt ist. Die Grünen sprengen sich gerade in die Luft. Ja. Die Grünen werden in die Luft gesprengt. Kogler die Maurer, jetzt fällt es mir schon gar nicht mehr ein. Ja, genau. In einem Jahr habe ich es vergessen. Der Kogler und die Frau Maurer sind de facto erledigt. Gewessler hat den Zug verpasst. Im Hintergrund lauert Zadic wie die Spinne, der hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Es kommt noch viel mehr über die Frau Schilling. Ich weiß das, da kommt noch viel mehr. Es wurde mir schon zugeflüstert aus der Wiener Journalistenblase. Da kommt noch mehr. Und man muss ehrlich sagen, und das ist, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ich habe eine Tochter, die ist genau gleich alt wie die Frau Schilling. Ich bin der Letzte, der auf einen so jungen, unerfahrenen Menschen hinhockt. Nur was da an Verharmlosung vom Bundespräsidenten abwärts getrieben wird. Diese Frau hat tatsächlich Männer dermaßen verleumdet, dass diese Männer in Gefahr waren, ihre Karriere und ihr Leben zerstört zu bekommen. Und was da jetzt noch rauskommt wird, sie hat ja nicht nur über den Herrn Born-Mehner behauptet, dass der seine Frau schlägt, und zwar so sehr schlägt, dass die das Kind verliert. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie man sich so eine Geschichte ausdenken kann. Sie hat auch über einen SPÖ-Spitzenpolitiker erzählt, der jetzt im EU-Wahlkampf steht, dass der seine Frau schlägt. Die Geschichte ist noch gar nicht so richtig durchgedrungen. Das kommt noch. Aber zurück zu Frau Petrovic, zurück zum Erfreulichen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Frau Dr. Petrovic eine vernünftige grüne Sicht einbringen kann. Ich habe zweimal mit ihr diskutiert. Ich verstehe mich hervorragend mit ihr. Ich mit einer Grünen hervorragend verstehen, sagt schon alles, weil sie einfach
zu einem großen Teil grundvernünftige Ansichten hat, über die man zumindest diskutieren kann und wo man dann zumindest zu einem Kompromiss kommen kann. Weil das will ich schon auch sagen, weil da jetzt viele jubeln, die Grünen werden deshalb nicht rechtskonservative Libertäre werden. Die Grünen sind, wie sie sind. Aber der Unterschied zwischen der Frau Dr. Petrovic, ihrer Liste und der Sekte, die da jetzt die Grüne, sich die Grünen nennt, ist der Unterschied ist der, das eine sind radikale, totalitäre Fanatiker, ja. Anders kann man sie nicht bezeichnen, und dort sind die Grünen, die eine andere Sicht der Dinge haben als ich, aber mit denen man sich dann am Ende des Tages auf einen Kompromiss einigen kann. Und deswegen halte ich die Liste Petrovic für hervorragend und darf ich da hier mitteilen, ich werde die Frau Dr. Petrovic, natürlich werde ich eine Unterstützungserklärung unterschreiben. Ich unterschreibe ganz sicher eine Unterstützungserklärung, dass die Frau Dr. Petrovic antreten kann. Und ich kann nur allen echten Demokraten empfehlen, macht das. Das wird noch. Ja, das ist ein guter Schritt für Österreich. Genau. Was es auch im Prinzip gibt, dass ich jetzt auch, höre ich so im Blätterwald, also im Blätterwald ist es noch nicht, aber in der Gerüchteküche rauschen, dass sich auch eine weitere Gruppe formiert von bekannten Leuten, die sich auch für die Nationalratswahl aufstellen. Und das freut mich ganz besonders, dass das passiert. Also, ich weiß auch, wer es finanziert. Ja, und das wird also, muss ich sagen, schon ein sehr, sehr eine positive Richtung, weil wir immer davon gesprochen haben, warum sich sozusagen gegen den Mainstream keine Parteien bilden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir von der gleichen Liste reden. Es kann sein, dass wir nicht mal von der gleichen reden, aber ich möchte nicht sagen, weil ich es weiß aus dem Vertrauen. Na, bei mir ist es, also ich kann es verraten, dass es eine ganze Reihe von wirtschaftlich sehr potenten Menschen gibt, die gerade im Hintergrund an einer ÖVP neu basteln. Okay. Also das ist sehr weit gediehen. Gerüchteküche brodelt natürlich immer, dass das eine neue Liste Kurz werden will. Außer Sebastian Kurz weiß kein Mensch, ob er das wirklich tut. Aber ich glaube, die suchen nur mehr einen Frontmann, weil die Finanzierung und alles ist geregelt. Und ich denke, dass diese Liste, wenn die ÖVP nicht die Reißleine nach der Europawahl zieht und alle fünf von der Katastrophenjunta da entsorgt, also wenn Nehammer nicht zurücktritt, Wöginger geht, Stocker geht, Hanger geht und den fünften vergisse ich immer, der neue Generalsekretär da, wenn die nicht alle verschwinden nach der Europawahl, sondern die ÖVP mit denen in die sehenden Auges in die Niederlage kommt, dann kommt im Sommer eine neue Liste, eine bürgerliche Liste, die so eine Art neues liberales Forum sein wird. Mhm. Der Begriff kommt übrigens, der Arbeitstitel ist übrigens Werteunion. Ich weiß noch nicht, unter was sie antreten, aber der Arbeitstitel war Werteunion. Ist nicht die gleiche Gruppierung. Also ich finde das toll. Ich finde neue Bewegungen toll. Ich finde das eingefrorene Polizsystem, das wir in Österreich haben, fad, nicht spannend. Jeder weiß, was passiert. Es gibt natürlich jene Meckerer, die sofort sagen, ja, dann haben wir diese Splitterparteien wie in Italien, die die ganze Zeit sich formieren und auseinandergehen. So what? Ja. Also ich sehe das auch nicht so schlimm. So was? Das gut. Ja. Schau dir das amerikanische Parlament an. Ja. Dort sitzen ausschließlich unabhängig gewählte, in ihrem Wahlkreis verpflichtete Menschen, die sich halt zu Bündnissen zusammenfinden, die aber völlig frei in ihrer Entscheidung sind. So what? Dann haben wir halt 8 demokratische Parteien im österreichischen Parlament. Ich finde das gut, weil das ist dann nämlich eine Auseinandersetzung der Ideen. Und dann wird wieder geübt, wie man Kompromisse schließt, und da kann einmal zu dem Thema eine Mehrheit dort entstehen und zum nächsten Thema dort. Das ist Demokratie, so gehört das Demokratie. Absolut, das was halt natürlich auch passieren muss, dass eben, und das passiert vielleicht ja damit automatisch, dass eben dieses Kaufen der Medien und dieses Kontrollieren der Medien damit auch der Vergangenheit angehört. Ganz genau. Weil das nicht mehr nur mehr die beiden Großen sind, die über das Geld ganz verfügen. Genau. Ja, sondern 6 Kontrolleure daneben stehen. Genau, richtig. Ja. Also, und natürlich, was ja auch ein großes Manko ist, dass ja
dass Geld von ausländischen Entitäten zum Teil ja nicht offengelegt werden muss, wenn die in irgendeiner Form was mit der EU zu tun haben. Ne? Das ist ja eine weitere Schweinerei ohne Ende. Ne? Genau. Also die EU darf in Österreich Medien finanzieren und das muss nicht offengelegt werden. Genau. Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir beide sehen also das gleich. Ich sehe das sehr positiv und ich sehe das überhaupt nicht so. Natürlich ist, würde ich sagen, die 5%-Grenze eine große Hürde und invalidiert leider dann viele Stimmen, die sich halt getraut haben, einen Neuankömmling zu wählen, weil halt die dann nicht über die Hürde kommen. Ja. Ein anderes Modell wäre hier auch angebracht, wo also die, wenn sie sozusagen nicht die Grenze schaffen, dürfen sie ihre Stimmen einer anderen Gruppierung zuordnen, so wie das in den USA ist. Ja. Das wäre also auch der richtige Weg, dass die Stimmen nicht verloren gehen. Aber trotzdem ist es gut. Ich muss aber ehrlich sagen, so leicht über die 5%-Hürde zu springen wie jetzt, war es überhaupt noch nie, seit es die Zweite Republik gibt, weil die großen Parteien keine großen Parteien mehr sind. Nur mehr 12% der Österreicher sagen jetzt, ich werde im Herbst auf jeden Fall ÖVP wählen. Die SPÖ liegt genau gleich. Das heißt, es ist ein riesengroßer Wähler, ein Topf da und in dem kann man fischen, in dem kann man erfolgreich fischen. Und ich meine, die Bierpartei wird ins Parlament kommen, wenn sie antritt. Die kommen ins Parlament, die haben nicht einmal ein Programm noch vorgelegt. Gar nichts. Gut, aber da sind sie nicht so viel anders als die anderen Parteien. Naja, gut, die haben wenigstens ein Parteiprogramm, das will man zugestehen. Ja, ja, alle haben ein Parteiprogramm beschlossen. Der Bogo hat gar nichts, hat nur gesagt, ich trete an und kriege 6%. Ja. Also ich bin der Meinung, jetzt ist die Zeit einzusteigen. Es wird ein sehr spannender Sommer werden, es wird ein sehr spannender kurzer Wahlkampf werden und ich glaube, es wird sich sehr viel ändern in Österreich. Ja, sehr gut. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ja, nächsten Thema. Die grüne Ära geht vorbei. Ja, Gott sei Dank. Klimareligion, Genderwahn, ja. Pervertierung der Toleranz, Dekadenz, ja. Gleichzeitig Bevormundung, Regelung, Kriegstreiberei. Unglaublich. Ja, unglaublich. Das geht alles gerade zu Ende. Und da will ich schon, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten haben wir beide darüber diskutiert und darüber gesprochen, entweder am Kongress oder hier, dass sich BlackRock und Vanguard aus den ganzen Klima, aus diesen Green Packages, aus diesen Green Investments zurückzieht. Die wissen einfach nur Trends vorherzusehen und haben einfach den Zugang dort, wo sie einfach mehr und früher Informationen kriegen. Die EVP hat bereits jetzt verkündet, sie werden nach der Wahl das Verbrennerverbot wieder ändern, aufheben und abändern. Fix. Die Holländer steigen aus den Klimageschichten aus, die Briten steigen wieder aus diesen ganz starren Regeln. Der Rest von Europa kommt einfach drauf, es geht sich nicht aus, wir können es nicht umsetzen, es wird unmöglich sein, wir können auch nicht, ich glaube auch keine Sekunde dran, dass es diese Strafen für die CO2-Überschreitungen geben wird. Keine Sekunde. Und übrigens ein Thema für Österreich, weil das immer ein Thema ist, ja, dann werden, wenn wir die Ziele nicht einhalten, dann werden wir Milliarden Euro an Strafen an Brüssel zahlen müssen. Warum? Wir sind Nettozahlerland. Wenn wir einen Kanzler mit Coronas haben, der setzt sich hin und sagt, ich zahle euch keinen Euro. Ja? Klagt uns. Wenn sie uns wirklich klagen wollt, dann blockieren wir halt alles, was wir blockieren können in der Union. Schauen wir mal, wer den längeren Atem hat. Der Nettozahler, der alles blockieren kann oder irgendeine verrückte Institution, die uns zwingen will, wenn wir irgendwelche verrückten Klimaziele nicht einhalten, ein paar Milliarden Euro an Strafe zu zahlen. Machen wir einfach nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass am Ende des Tages genau das herauskommen wird, wie sie jetzt auch alle zum Beispiel die ÖVP-Wahlkampf zuhören, muss man genau zuhören, SPÖ fängt auch schon an, Klimaschutz mit Augenmaß und nach Möglichkeiten. Das klingt schon ganz anders als vor mir war. Und die einzigen, muss man leider sagen, die auf der Autobahn gegen die Richtung fahren und sagen, was heißt einer 100 Geisterfahrer, sind die Deutschen. Die werden zum Schluss drauf kommen mit einer zerstörten Industrie, einer zerstörten Wirtschaft, einer zerstörten Gesellschaft. Aber alle anderen Staaten Europas entsorgen gerade die Grünen. Das wird kein gut. Also ich bin überzeugt davon, die Ära dieses grünen Totalitarismus,
dieses Fanatismus, die geht gerade zu Ende. Ja, also ich, auch hier meine, soweit ich das natürlich auch sehe, ne, Skeptiker, ganz einfach, ja, was ist halt die aktuelle Situation, was ist der Status quo? Und der ist halt schon, dass halt schon sehr viel kodifiziert ist, das muss alles erst wieder rückgängig gemacht werden. Es ist schon viel zerstört, wenn du anschaust, was mit der europäischen Wirtschaft schon passiert ist. Ja, natürlich eine Kombination aus Klimamaßnahmen und aus Sanktionen gegen Russland. Und da halt ja, Sachen, die zwar Russland-Sanktionen waren, aber denen Grünen sehr viel Freude gemacht haben, wie Zerstörung von Nord Stream und eine Reduktion von Gasimporten aus Russland und von Treibstoffen aus Russland und sonstige Geschichten. Ja, das ist natürlich alles etwas, das erst wieder korrigiert werden muss. Bei Russland gebe ich dir recht, aber da bin ich noch viel pessimistischer oder realistischer als du. Und Lavrov hat das klipp und klar auch gesagt, es wird mindestens eine Generation brauchen, damit sich die Beziehungen zu Russland wieder normalisieren. Dieser Plan der Amerikaner ist aufgegangen. Und zwar, die Russen wollen uns nicht mehr. Die Russen werden uns nie mehr wieder vertrauen. Und zwar die nächsten 30 Jahre nicht. Die Geschichte ist gegessen. Es ist eine Katastrophe für Europa, aber die Geschichte ist gegessen. Aber alles andere von diesem grünen Wahnsinn. Red einmal mit Firmenchefs über dieses Berichtswesen, über diese Sustainable-Ziele, über diese Verrücktheiten, die sie da alle ausfüllen müssen, wo ein Spediteur den CO2-Verbrauch seiner Kunden dokumentieren muss. Seiner Kunden. Also die Aufzeichnungen, die Landwirte machen müssen, die Berichtswesen, das wir eingeführt haben, diese Deals, die Firmen abmüssen. Das wird einfach so funktionieren, es wird einfach niemand machen. Aber ich sehe ja schon, aber das ist für viele Leute ist das halt alles eine Goldgrube. Ich sehe die Informatik-Consulting-Firmen, die sind alle gerade, die haben alle gestehen, ESG, 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 wir bauen auf die ESG-Berichterstattungssysteme. Und sie werden Goldgeberstimmung. Es ist eine absolute Goldgeberstimmung, ja. Das weiß ich. Aber im Endeffekt geht es der europäischen Wirtschaft so schlecht. Die europäischen Konzerne kommen so ins Hintertreffen. Der Rest der Welt fährt wie ein D-Zug an uns, oder jetzt müssen wir sagen, wie ein chinesischer Hochgeschwindigkeitszug an uns vorbei, dass der Konzernchef irgendwann mal sagen wird, das mit dem ESG interessiert mich überhaupt nicht, ich will überleben. Nehmt ihr das Beispiel der deutschen Automobilindustrie. Was war vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren hatten wir uns, oder voriges Jahr, Entschuldigung, es ist ja nicht einmal so lange her, voriges Jahr haben sie uns alle erzählt, VW wird ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr in Europa bauen, Mercedes wird ab 2030 komplett nur mehr Elektrofahrzeuge machen und umstellen, der Renault-Konzern Detto, die Schweden, die Volvo hat überhaupt gleich gesagt, wir werden komplett, Volvo wird es nur mit Elektrofahrzeugen geben. Alle großen europäischen Autokonzerne waren auf der Elektroschiene. So, jetzt haben wir 14 Monate später Mercedes zurückgezogen, eingestampft, danke, machen wir nicht. VW, nein, wir werden alle Motoren weiter anbieten und der Kunde hat die Wahl. Die wirtschaftliche Realität wird das einfach verhindern. Und wenn dort der ESG-Hansi vor meiner Tür steht und sagt, ich habe da ein ganz tolles Produkt für Sie, dann werde ich sagen, ich muss schauen, dass ich überlebe, dass ich meine Bank zahlen kann. Die Banken geben mir sowieso kein Geld für den ESG-Schwachsinn. Aus meinem eigenen Betriebsergebnis, was für ein Betriebsergebnis? Ich mache kein Betriebsergebnis mehr und meine Leute rennen mir davon, gehen in Pension, ich habe keine Facharbeiter mehr, ich habe einen bürokratischen Aufwand ohne Ende und dann wollt ihr jetzt noch ESG von mir? Wieder schauen. Das Einzige, wo ESG wirklich durchgezogen werden wird, ist in der Verwaltung. Die Verwaltungsebenen und die halbstaatlichen Betriebe, die werden das machen, weil die werden aus Steuergeld gestützt, solange der Steuerhahn noch fließt. Das wird ein paar Jahre noch dauern. Aber in der Privatwirtschaft wird diese grüne Ära jetzt gerade enden, weil einfach der Kampf ums Überleben das Ganze beenden wird. Wir kämpfen, die europäische Wirtschaft kämpft gerade ums Überleben. Beinhart, die Großen und die Kleinen. Und die werden keine Zeit mehr haben für einen grünen Schwachsinn. Naja, die Großen lösen das einfach. Die Großen wandern einfach ab.
Die haben genug Möglichkeiten. Das Problem ist vor allem natürlich für Europa der wirklich schwer beschädigte Mittelstand. Ja, aber die Großen haben auch das Riesenproblem, dass zum Beispiel jetzt America First, wenn der Trump gewählt wird, kommt auf jeden Fall sofort wieder die Strafzölle. Die Europäische Union will die chinesischen Autohersteller mit 100% Strafzöllen belegen, so wie die Chinesen unsere Luxusautos mit 100% belegen. Wir steuern ja generell, was Wirtschaft und was Finanzwesen betrifft, steuern wir auf irgendwelche Hopperlas zu. Wenn du da anschaust, die Schere mit der Verwendung des Dollars im internationalen Handel, das runterfährt ja, wie in die Grube, der Goldpreis, der parallel ansteigt, wie verrückt, 9 Dollar Goldrekord, viele Leute ja gar nicht mitbekommen, den sie ja künstlich lange Zeit niedergehalten haben, den Dollar, haben sie kein Gold mehr zum Niederhalten. Und auch natürlich, das Ganze hat natürlich mit dem Finanzsystem etwas zu tun. Es merken ganz einfach diese Hedgefonds, dass sie mit diesen ganzen ESG-Geschichten kein Level mehr reißen. Ganz genau. Ja. Das Geld ist verdient. Jetzt will keiner mehr. Es will keiner. Ja. Und deswegen ist nicht, weil sie jetzt irgendwie ein Umdenken haben oder was immer, sondern bei denen geht es nur um die Zahl unterm Strich. Und die Kunden. Stimmt, und die Kunden wollen das nicht. Und die Kunden wollen nicht mehr. Weil der Kunde, die Geschichte, die fetten Jahre sind vorbei. Der Kunde kann sein, er hat jetzt plötzlich eine dreifache Stromrechnung. Der Benzin für sein Auto kostet jetzt auch um 60% mehr. Und jetzt fängt es an, bei der richtigen Mittelschicht an, richtig zu zwicken und zu zwacken. Wenn wir jetzt gerade auf Globales, Aktuelles sind, so ein paar Fakten hinein. 60% der Deutschen. Neue Studie zur Sparkassen. 60% der Deutschen können sich keinen Euro am Ende des Monats mehr weglegen. Keinen Euro. Und diejenigen, die sich was weglegen können, die sagen, wie viel Prozent Rendite macht das Papier in Erdöl, Erdgas, Aluminium oder was auch immer und wie viel Prozent macht dein grüner Schwachsinn? Aha, 1% hier, 5% da, danke, das wird gekauft. Das zieht sich jetzt von unten bis ganz nach oben, so wie du richtig sagst. Zweite Geschichte, weil du sagst... Das Problem ist nicht nur in Deutschland. Nein, das ist weltweit. Ich habe eine amerikanische Studie gelesen, dass Amerikaner, die im Jahr 100.000 Dollar verdienen, also das sind ja, ist ja nicht Unterschicht, die haben das gleiche Problem. Bei denen geht sich am Monatsende das Geld nicht aus. Ja, ganz genau. Mit 100.000 Dollar Einkommen. Ich weiß. Ich habe meine jüngste Tochter hat einen amerikanischen Freund im Moment. Mit 50.000 Dollar Jahreseinkommen bist du arm. Ja. Der hat 3 Jobs machen müssen, 3, damit er halbwegs über die Runden kommt. Ja. Das ist ein junger Mann, der geht Lehrer, dort Trainer, da Trainer und daneben noch Profisportler. 50.000 Dollar, das muss man mal umsetzen auf österreichische Verhältnisse, das sind 4.000 Dollar pro Monat Einkommen, dann bist du arm, du kannst dir dort nichts leisten. Und wie du richtig sagst, die Krise ist so tief in der Mittelschicht angekommen, dass noch ein Rückblick auf die grüne Ära, passiert einfach nicht mehr. Was passiert sonst? Im Herbst, ich glaube im September, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, findet der nächste BRICS-Gipfel statt in Russland. Alle BRICS-Länder kommen. Es gibt mittlerweile 11 BRICS-Länder, die mit Jahresanfang begonnen haben. 18 werden auf den BRICS-Gipfel aufgenommen werden. Das heißt, die BRICS werden dann knapp Mitte 35, 36 Mitglieder haben. Es sind mehr als 15 noch auf der Warteliste. Kolumbien hat gerade letzte Woche mitgeteilt, sie wollen ebenfalls BRICS beitreten. Und auf dem Gipfel wird ein BRICS-Basket, ein BRICS-Währungskorb entstehen, der hauptsächlich Rohstoff, Commodities und Gold gedeckt sein wird. Dann wird es lustig im Finanzsystem der Welt. Die Chinesen verkaufen permanent Anleihen, der amerikanische Staatsanleihen, die verkaufen, die kaufen keine mehr. Die Fed kauft sie ihre eigenen Staatsanleihen mittlerweile zurück. Das sind, glaube ich, auch nur mehr, was die ganz aktuelle Zahl ist, in der Gegend von 20%, was sie einmal hatten. Ja. Die haben so viel verkauft in den letzten Jahren, dass sie nur mehr 20% an US-Dollar haben, was sie vorher hatten. Ja, ich finde, deswegen habe ich auch dich gebeten, dass wir Globales, Aktuelles bringen, weil so viele Sachen passieren auf der Welt, von denen die europäischen Medien ihren
Konsumenten, ihren Kunden nichts mitteilen. Ja. Ich hab heute gelesen ein Posting auf X Twitter von einem jungen sozialistischen Gewerkschaftler, der im Nationalrat sitzt und jetzt schon Wahlkampf macht. Der hat geschrieben für die Woche: Gratuliere zur kurzen Woche, so sollte es immer sein. Führen wir die 4-Tage-Woche ein. Und ich habe drunter geschrieben: Fahrt ihr eigentlich nie außerhalb von Europa auf Urlaub? Kriegt ihr gar nichts mit, was in der Welt passiert? In Südamerika gibt es einen boomenden neuen Wirtschaftsraum. Afrika beginnt sich der Riese zu erheben. Die afrikanischen Staaten werden immer selbstbewusster. Die Europäer sind aus Westafrika rausgeflogen. Das war bis jetzt für Spanien und Frankreich war das der Rohstofflieferant. Ich finde diese immer stärkere Provinzialität, die wir hier in Europa haben, diese Nabelschau, dass wir immer noch glauben, wir bewegen irgendwas. Wir sind am Bummelzug, am Lastenfahrrad und der Rest der Welt fährt im chinesischen 500 km/h-Zug an uns vorbei. Mhm. Und das müssen wir den Leuten sagen, weil wir müssen unseren Kurs radikal sein. Das Problem ist schon, dass du hast in Europa so viele Leute, es sind natürlich viele Leute, eben auch in meinem Alter vor allem, die halt sagen, ja, was soll ich schon da machen und meine Zeit ist eh vorbei und das liegt jetzt an den Kindern. Dann schaust du die Kinder an und die Jugendlichen, denen fehlt schon massiv dieser Geist, den wir hatten. Natürlich. Also das ist schon ein Riesenthema. Natürlich. Ja, was du heute mit jungen Leuten, selbst wenn sie jetzt halb sogar Ausbildung haben, was du denen einen Job anbietest, ist die zweite Frage, wie es mit der Work-Life-Balance aussieht. Ja? Nein, kein Scherz. Ich weiß. Ja, und wie viele Tage Homeoffice. Ja? Ja. Und so weiter und so fort. Also es ist schwierig. Und insoweit kann es natürlich ohne weiter sein, dass diese ganzen Politiker, die eben von der 4-Tage-Woche faseln, dass die halt damit natürlich auch potenziell ihre Wähler finden. Nur den Lebensstandard, den sich Europa über viele, viele Jahrzehnte hat leisten können, kannst du dir damit nicht erhalten. Ich habe immer. Aber vielleicht wollen die den auch nicht. Wer weiß nur, was das dann heißt. Weil Lebensstandard heißt ja auch Sozialsystem. Lebensstandard heißt ja auch medizinische Versorgung. Heißt Altersversorgung und. Ich hab, wenn ich mit jungen Menschen rede, auch vor allem gut Ausgebildete, habe ich immer ein Argument, wo dann nachher ziemliches Schweigen in der Runde ist. Mein Beispiel ist, Europa hat jetzt noch knapp 8% der Weltbevölkerung und 42% aller weltweiten Sozialleistungen werden hier ausgeschüttet. Ja. Und ich schaue dann immer und sage, was glaubt ihr eigentlich, wie lange das noch geht? Ja. Meine Generation, unsere Generation geht jetzt gerade in Pension. Mhm. Wir werden mindestens eine Million mehr Pensionisten haben und wir sind gesund. Also ich fühle mich zumindest sehr gesund und die meisten meiner Alterskollegen, die ich anschaue, haben sich auch weitaus besser gehalten als die Generation unserer Eltern. Das heißt, unsere Lebenserwartung ist irgendwo bei Mitte 80. Das heißt, wir sind über 25 Jahre durchschnittlich in Pension. Und wie soll sich das alles ausgehen? Ich glaube, dass hier ein großes Erwachen kommen wird, aber ich glaube, das wird auch ein ziemliches soziales Problem, weil die Jungen uns irgendwann einmal vorhalten, warum habt ihr nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen? Also, ich muss schon sagen, und ich habe ja eben meine erwachsenen Kinder und Enkelkinder und dann auch meine jungen Burschen, ne, da ist der Große jetzt, wird jetzt dann 11, der geht mit Begeisterung Karate, war jetzt gerade bei der ersten österreichischen Meisterschaft und ich habe ihn einmal so gefragt, ich habe auch Karate gemacht in meiner Jugend, und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste am Karate? Und er hat einen Moment nachdenkt und dann hat er was gesagt, was mich sehr gefreut hat. Er hat gesagt, die Disziplin. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich, glaube ich, eines der Dinge, die den jungen Leuten heute manchmal halt schon sehr fehlt. Dass man ganz einfach, um irgendetwas umzusetzen, muss man sich selber, ja, und muss man auch in dem, was man tun will, ganz einfach die Disziplin aufzwingen, um es auch zu machen. Weil eine gute Zeit kann man bald einmal haben, nur was dann? Irgendwann ist die gute Zeit zu Ende und du musst etwas tun, was dich irgendwo hinbringt in irgendeiner Form. Und ich glaube, da fehlt schon sehr viel. Ja? Und da sind halt natürlich diese hierarchischen Strukturen, die werden natürlich heute alle schlimm geschimpft. Ne? Und wenn du heute in einen Karate-Kurs gehst, dann hast du die Hierarchie, da hast du den Sensei, da hast du den und jeden nach unten. Ja. Und da musst du jedem deinen Respekt zeigen und wenn du das nicht tust, hast du ein Problem. Ja. Und das ist schon etwas, was der heutigen
und nicht nur der ganz jungen Jugend, sondern das geht auch ein bisschen weiter hinauf, eigentlich komplett fehlt. Was mich vor allem, und da sind wir wieder beim Panoptikum, bei dem rund um die Welt schauen, ich schaue mir irrsinnig gern diese Sendungen an, die aus aller Welt über irgendwelche Themen berichten, sei es jetzt Natur oder Kultur oder so irgendwas, weil ich eigentlich dort abseits der eigentlichen Botschaft des Beitrags, der mich meistens nicht interessiert, schaue ich mir an, wie dort Menschen leben, auftreten, was für ein Spirit, was für eine Kraft die ausdrücken. Und egal, wo ich hinkomme auf der Welt, schaue ich eigentlich eher auf die Menschen, wie sie sich ausdrücken und welche Energie sie verströmen. Und es macht mich irrsinnig traurig, als Europäer zu sagen, im Rest der Welt ist eine Aufbruchsstimmung, ein Optimismus, ein Glauben an ein, wir können eine bessere Zukunft machen, während wir in Europa einfach uns der Mieselsucht hingegeben haben und mit dem zufrieden geben, ja. was wir gerade haben. Nicht einmal das, ja. Sondern wenn du anhörst, die meisten jungen Leute sagen, naja, aber wir haben ja Probleme und das Klima und die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung und die werden auf den Schulen schon in den Kindergärten, als du anschaust, was denen alles aufs Auge gedrückt wird. Es ist kein Wunder, dass ein wahnsinnig großer Prozentsatz der Jugendlichen psychische Probleme hat. Tja. Weil das wird ihnen vom Schulsystem aufgedrückt. Tja. Natürlich haben die keine Zukunftsmotivation. Ja? Also das ist aus meiner Sicht eines der Probleme, das wir haben. Und deswegen fällt dann auch der Geist für die Arbeit, was wir sagen, wozu? Wofür? Die Welt ist eh kaputt. Und ich bin, das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Möglichkeit, oder ein ganz, wenn man jetzt uns zusieht und sagt, jetzt höre ich den beiden zu, die eine andere Sicht der Dinge haben, aber was soll ich selbst machen, was kann ich selbst machen? Es ist eine ganz einfache Geschichte. Laden Sie Ihre Kinder, auch Ihre jungen, erwachsenen Kinder, laden Sie sie beim nächsten Urlaub auf einen Urlaub außerhalb Europas ein und dann bleiben Sie nicht in Ihrem Club für die 7 Tage. Und essen die gleichen Sachen, die sie daheim essen, und gehen nicht nur in den Tempel anschauen und die Kirche fotografieren, sondern setzen sie sich irgendwo mit ihren Kindern hin, wo sie vielleicht ins Gespräch mit anderen Kulturen und anderen Menschen kommen. Und die Kinder, jeder, der sich's leisten kann, sollte seine Kinder so lange als möglich und so weit als möglich eine Zeit lang wegschicken. Weil das einfach die Möglichkeit ist, wie wir das bei uns, diese Stimmung bei uns, dieser Negativismus in ganz Europa, wie wir den wieder rausbekommen, wie wir den wieder zurückbekommen, indem wir einfach selbst erleben, wie positiv die Stimmung im Rest der Welt ist. Und das ist eigentlich auch, was ich zum Abschluss noch sagen wollte. Wenn ich mir das Globale und Aktuelle anschaue und das Panoptikum, alle Nachrichten, die ich aus dem Rest der Welt bekomme, sind irgendwie in der einen oder anderen Art positiv. Es bedeutet nicht, dass sie für uns positiv sind, weil sich die Welt eigentlich gegen uns, gegen unsere Werte stellt und wir auf der Verliererseite diesmal sind. Aber für den Rest der Welt ist es positiv. Ob das jetzt Afrikas Selbstbewusstsein ist, ob das die neuen Wirtschaftsräume in Asien sind, ob das die unglaublich wachsende Freundschaft zwischen China und Russland ist, die ein ganz neues Machtgefüge ergeben wird. Egal wo du hinschaust, auf die Bevölkerung hat es die Auswirkungen, dass die glauben, sie gehen in eine bessere Zukunft. Und ich glaube, in Europa gibt es kaum jemand mehr, der eine bessere Zukunft glaubt. Naja. Und ich glaube, dass einfach wir die Erfahrung wieder machen müssen. Erstens, wir sind bei Weitem nicht so gut, wie wir glauben, dass wir sind. Zweitens, wir machen unfassbar viele Fehler und der Rest der Welt wird es uns auch direkt ins Gesicht sagen. Wir sind auf ganz vielen Dingen falsch gegangen, aber, und das ist das Wichtige, lassen wir uns vom Optimismus vom Rest der Welt anstecken und verändern wir einfach das, was wir in Europa falsch gemacht haben und machen uns einfach wieder rückgängig. Meine Lieblingsbotschaft an eine neue Partei wäre, meine Lieblingspartei wäre diejenige, die antritt und sagt, alles, was wir in den Europäischen Parlamenten die letzten 5 Jahre beschlossen haben, machen wir wieder rückgängig. 5 Jahre? 10 Jahre. 15 Jahre. Aber ich denke, dass das mein Abschlusssatz ist. Ich glaube, Leute, schaut
Globales, Aktuelles, schaut euch das an, lest alles, was ihr irgendwie in die Hände bekommt, schaut euch das an, was im Rest der Welt passiert. Diese negative Stimmung ist auf Europa beschränkt, im Rest der Welt geht eigentlich relativ viel voran. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, es würde mir nicht einfallen, irgendeinem Jugendlichen oder meinen Kindern zu sagen, die Welt ist am Untergehen und die Welt ist schlecht und du musst Zukunftsangst haben. Ich sage dann, ja, okay, und selbst wenn wir jetzt irgendwelche Konsequenzen von der Industrialisierung haben und das Klima nicht mehr so ist, wie es in den letzten Jahren war, aber die Welt geht nicht unter. Ihr braucht keine Angst davor haben. Ja? Das viel größere Problem ist, wenn wir hergehen und nicht eine Art Demokratie erhalten, wie wir sie hatten. Genau. Ja? Genau. Das ist viel, viel wichtiger. Übrigens, ich habe doch noch einen Satz, was du mich gerade auf was gebracht hast. Bitte, liebe Leute, glaubt den Weltuntergangspropheten nicht. Ja. Der dritte Weltkrieg wird nicht passieren. Er wird nicht kommen. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben. Punkt. Das beste Beispiel, es gibt einen unglaublichen Aufruhr. Die Amerikaner haben heute den Ukrainern verboten, amerikanische Waffen in Russland einzusetzen und haben damit gedroht, der Ukraine sämtliche Waffenlieferungen einzustellen. Sie haben es ihnen einfach befohlen. Die Geschichte, die man aus Deutschland oder aus England hört, die Ukrainer sollen hineinschießen und wir werden dann in den Dritten Weltkrieg hineingezogen. Nein, werden wir nicht. Die Amerikaner greifen nicht ein, die Amerikaner halten die Ukrainer zurück und die Europäer sind nichts als laut kläffende Pudel ohne irgendwas. Es wird keinen Dritten Weltkrieg geben. Lasst euch diese Sache nicht einreden. Gut, wir haben es durch. Schönen Dank, Gerald. Danke dir. Und du hast recht, ich war am Anfang ziemlich müde und schlapp, aber du hast mich aufgeweckt. Ja, danke. Und nur immer kein Whisky. Genau. Ja, das, den Whisky haben wir vergessen. Also zum 25er nehmen wir das vor. Ich bin antialkoholisch, also es wird nichts. Ja, bis zur 25. Sendung. Okay, bis zur 25. schaffen wir das. Ja, danke schön. Danke dir. Herzlichen Dank, liebe Zuseher, dass Sie es bis zum Schluss durchgehalten haben. Und wir hoffen, dass Ihnen die Themen auch so wichtig waren wie uns. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.